Politische Risiken beim Investieren in Immobilien am Beispiel der CO2-Steuer für Vermieter und Mieter. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, nehme ich dich mal wieder mit auf einen kleinen Spaziergang. Ja, da kann man das Thema besser besprechen. Und es ist ein bisschen abwechslungsreicher hier am Rhein. Also, worum geht's? Die CO2-Steuer. Gehen wir mal so rum. Die CO2-Steuer ist jetzt beschlossen worden, ja, nämlich, das sieht so aus, fossile Brennstoffe, die verwendet werden zum Heizen, ja, sowas wie Gas, Öl, das soll besteuert werden mit einer CO2-Steuer und die bemisst sich nach dem Preis für eine Tonne CO2 und dieser Preis wird mehr oder weniger willkürlich politisch festgelegt, ja, und dann pro Tonne bemessen. Und das Tolle daran oder weniger Tolle ist, ne, der Preis steigt immer weiter an im Laufe der Jahre, es wird also immer mehr. So, und jetzt sollen Vermieter die Hälfte der entstandenen Kosten dann mittragen und die andere Hälfte der Mieter. Ja, ist natürlich für beide blöd, aber auch für den Vermieter. Ja, weil man hat ja keinen Einfluss darauf, wie viel dann da geheizt wird. Ja, hat man Glück, heizt der Mieter wenig, hat man Pech, heizt der Mieter viel und man ist dann einfach mit dabei und darf dann mitbezahlen. Ne? Die Idee dahinter ist, ja, die politische Idee dahinter ist natürlich, hier Klimawandel, dagegen was zu tun und um das Ganze zu finanzieren, holt man sich das dann wieder rein. Natürlich dann auch beim Tanken, an der Tankstelle werden wir das merken, bei Benzin und so weiter, ja, es wird alles teurer. So, und die Idee dann dahinter ist eben, was den Wohnraum betrifft, dass man sagt, okay, wenn da mehr gezahlt wird, dann sollten doch die Vermieter oder die Eigentümer von den Objekten entsprechend, ja, dann animiert werden, mehr in erneuerbare Energie zu investieren, ja, sowas wie zum Beispiel eine Pelletheizung, ja, oder Erdwärmepumpe oder so, ja. Ja, das Geld muss natürlich erstmal da sein, ja, und dann gibt es halt im Umkehrschluss dafür Anreize, ja, das heißt, dass man sagt, okay, wir fördern das Ganze dann, ja, dann gibt es Förderprogramme und dann sollten doch alle animiert werden, da was zu tun. Ja, das Problem ist, gerade zum Beispiel bei Objekten, die wir denken wir mal in Ostdeutschland, da sind teilweise Mieten von 4 Euro den Quadratmeter noch üblich und wenn da keine großen Rücklagen sind oder so, wo dann schon vielleicht auch noch Renovierung, Sanierung, Stau ist, wie soll man denn dann da tatsächlich jetzt noch teuer investieren? Ne? Selbst wenn man dann günstige Kredite bekommt oder so, das ist ja alles nicht so einfach. Ja? Und jetzt haben wir halt diese Unsicherheiten. Ja? Und das Problem ist ja auch, man weiß ja gar nicht, welche Partei entscheidet das am Ende. Ja, und wie sind diese CO2-Steuern bemessen? Wird auf einmal die Tonne ganz, ganz hoch bemessen? Ja, und dann wird es immer teurer. Und das ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass man eben nicht nur Excel-mäßig irgendwas sich ausrechnen darf, die Rendite. Ja, und selbst wenn man alles bedacht hat, der Mieter ist gut, die Wohnung ist gut, Einkaufspreis ist okay. Ja, und dann am Ende des Tages kommen auch politische Unsicherheiten, wie das, was wir jetzt hier sehen. Ja, und wir wissen auch gar nicht, wohin geht die Reise, was kommt vielleicht noch an weiteren Unsicherheiten. Ja, und für sowas muss man eben auch ein bisschen mal gewappnet sein, ne? Weil Immobilien sind ja eine langfristige Sache und da kann ich dann nicht mal eben auf den Knopf drücken und sagen, okay, dann stoße ich das Ganze wieder ab. Ne? In der Regel ist es ja als Buy and Holder mal eben auch durch die Nebenkosten, die man zu zahlen hat, ne? Sowas wie Maklergebühr, Grunderwerbsteuer, Notargekosten. Da kommt man nicht mal eben so leicht dann wieder raus. Es sei denn, man macht so Fix- und Flip-Geschäfte, da kann man vielleicht schneller wieder was abstoßen. Aber generell, ja, diese politischen Unsicherheiten, die machen mir auch ein bisschen da zu denken. Die geben mir zu denken, weil das ist ja so eine Sache, das wird dann auf einmal entschieden. Ja, und dann hängt man da halt mit drin. Ne? Und das kann man auch vorher schlecht planen. Ja, und was kann man jetzt tun? Also manche Vermieter kommen schon auf lustige Ideen, sage ich mal in Anführungsstrichen, so nach dem Motto, na dann bauen wir halt die, machen wir halt die Heizung
untauglich, die Gas- oder die Ölheizung. Ja? Und dann installieren wir halt da überall billige Elektroheizungen, ja, was dann über den Strom geht. Dann habe ich als Vermieter damit nichts zu tun. Aber dann das Problem, ich sage immer, leben und leben lassen ist das eine. Ja? Und ich mache mir auch selbst mein Geschäft kaputt. Ja? Also ich biete ja total überteuerten, unattraktiven Wohnraum. Welcher Mieter hat denn Lust, da entsprechend oder das Geld über den Strom zu heizen? Ne? Das ist ja irgendwie auch Käse. Also wie gesagt, es kommen aber die verrücktesten Ideen. Und letzten Endes, ja, ist das dann auch nicht gerade attraktiv für den Standort Deutschland. Ne? Man kann natürlich sagen, zum Beispiel Schweden, die haben auch schon lange eine CO2-Steuer. Ja, und die haben das Ganze dann aber durch anderweitige Entlastungen anscheinend für die Bürger entsprechend aufgefedert. Und wenn man zum Beispiel nach Polen schaut, die haben auch eine CO2-Steuer, aber die ist so gering, dass die eigentlich total vernachlässigbar ist, ja, und so weiter. Und ja, wir gehen einfach in schwierige, unkalkulierbarere Zeiten, wie ich meine. Und was mir eben auch zu denken gibt, ist diese Planungsunsicherheit. Ich weiß ja gar nicht, was kommt denn jetzt für eine Partei und was sagen die dann am Ende? Wie hoch soll der Preis sein für diese Tonne CO2? Ja, und wie gesagt, alles, was auch nicht unter der eigenen Kontrolle ist, ist unplanbar und ist schwierig. Ne? Ich weiß ja gar nicht, wie viel heizt denn jetzt tatsächlich der Mieter? Gut, der bestraft sich dann selbst auch damit, aber mich als Vermieter ja auch. Ne? Weil wir das dann hälftig zahlen sollen. Also die Hälfte dieser CO2-Steuer der Mieter, die andere Hälfte der Vermieter. Ja. Ja, und das sind so Sachen, wo ich immer sage, Mensch, aufpassen auch, sich nicht übernehmen. Ne? Weil im Moment ist auch so ein Trend, Immobilienboom, ja, und es kann immer nur steigen. Ja, da muss man halt auch immer gucken, dass man einfach sich das Ganze gut überlegt, ein bisschen reflektiert und selektiert, ne, und sich nicht verleiten lässt von anderen, die dann einfach nur sagen, Mensch, guck mal, ich habe schon so viel gekauft, wie viel hast du? Ja, da wirklich immer auch gucken, dass man auch noch Rücklagen bildet für solche unvorhergesehenen Eventualitäten, politische Unsicherheiten. Ne. Es ist schade, dass wir die hier so haben, weil am Ende, gut, die Politik, man sagt ja, da ist ein gutes Ansinnen dann dahinter, hinter solchen Maßnahmen. Und es geht eben nicht anders. Wir brauchen Zwang, wir brauchen Druck. Es muss wehtun, es muss was kosten. Sonst machen die Leute das nicht freiwillig. Ja, aber es gibt ja immer zwei Methoden. Entweder versuche ich es mit Druck oder mit Belohnungen. Ja, und die sagen ja auch, okay, es wird ja auch belohnt. Wenn da was gemacht wird, gibt es Förderprogramme und so. Aber vielleicht könnte man doch dann einfach mehr anderweitig Anreize setzen, ne? Und nicht immer den Druck erhöhen, ja, und dadurch gleichzeitig auch den Investitionsstandort unattraktiver machen. Ne? Und letzten Endes ist es ja immer so, dass sich sowas dann verschiebt. Ne? Was werden große Wohnungsbaugesellschaften machen? Ja? Was werden Vermieter machen? Die werden dann vielleicht irgendwie zusehen, dass das Geld anderweitig wieder reinholen oder nicht mehr so viel attraktiven Wohnraum anbieten können und so weiter. Also da einfach aufpassen und ja, sich nicht auch jetzt zu sehr verleiten lassen, wie gesagt, von irgendwelchen Stammtischparolen hier kaufen, kaufen, kaufen und dann werden so Helden präsentiert, die jetzt wahnsinnig viel geschafft haben da und Berufsausstieg geschafft. Gut, das kann gut gehen, aber es muss im Einzelfall stimmen. Ne? Und darauf halt ein bisschen aufpassen und Wert legen. Ja, das als kleine Hinweise. Wie gesagt, auf der anderen Seite nicht verrückt machen lassen, sage ich mir auch immer. Ja, man muss für jedes Problem eine Lösung finden und dann darf man auch nicht so in Panik verfallen. Ne? Genau. Ja, ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du Kommentare reinschreibst, wie du die Sache siehst, jetzt hier unten bei YouTube und natürlich abonnierst. Und wenn es dich interessiert, ich habe auch diverse Immobilienbücher schon selbst verfasst, auch mit den Stories von vielen weiteren Investoren, wie die es gemacht haben, als Inspiration, ne? Nicht als Vorlage, es genauso zu machen, sondern einfach als Inspiration. Kannst du gerne in die Videobeschreibung schauen, da habe ich das Ganze verlinkt. Genau, ja, dann schönen Tag trotzdem, ne? Und beste Grüße und bis zum nächsten Video. Ciao.